Rage on that beat, going crazy. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch mein Rezept für Linzer Schnitten. Linzer Schnitten stammen vom Rezept der Linzer Torte ab und die Linzer Torte ist eine Torte aus Linzer Teig und Linzer Masse. Die Torte zählt für Österreich mit dem Schwerpunkt Oberösterreich zu den traditionellen Lebensmitteln. Zur regionalen und landestypischen Küche gehört die Linzer Torte auch in Südbaden, denn große Teile des Landes gehörten bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu Vorderösterreich. Hier wird sie jedoch nicht mit Johannisbeermarmelade, sondern mit Himbeermarmelade gefüllt. Nach dem Backen sollte die Linzer Torte am besten ein paar Tage ruhen, sodass die Füllung auch schön durchziehen kann. Torten mit ähnlichen Zutaten und Erscheinungsbild sind bereits aus dem Römischen Reich bekannt bzw. überliefert. Vereinzelt wird behauptet, dass ein Wiener Konditor namens Linzer die Linzer Torte erfunden hätte. Da aber die historische Namensgebung von Speisen ursprünglich nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte, ist es viel wahrscheinlicher, dass sich der Name Linzer Torte von der Stadt Linz ableitet. Sie ist demnach das älteste Gebäck, das seinen Namen von einem Ort erhalten hat. Das älteste überlieferte Rezept stammt aus dem 17. Jahrhundert. Es ist damit das älteste bekannte Tortenrezept der Welt. Vier Rezepte, die alle bereits den Namen Linz im Titel haben, stehen im Kochbuch der Gräfin Anna Margherita Sacramosa aus dem Jahr 1653. Es gibt allerlei Gebäck, das sich vom Rezept der Linzer Torte ableitet. So sind zum Beispiel die Spitzbuben bzw. Linzer Augen kreisförmige, feine Backwaren aus Linzer Teig mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm. In Österreich zählen die Linzer Augen zum Teegebäck und auch zum Weihnachtsgebäck. Brauner Linzer Teig ist ein Mürbeteig und besteht aus Mehl, Zucker, Butter, Ei sowie Mandeln oder Nüssen. Diese Mürbteig-Makronenplätzchen, auch bekannt als Ochsenaugen, werden aus Mürbteig ausgestochen und bekommen einen hübschen Makronenkringel obendrauf. Zur Krönung werden die Plätzchen auch noch mit fruchtiger Marmelade gefüllt. Husarenkrapferl sind kleine Mürbteigkugeln mit einem Marmeladenauge. Sie gehören zur traditionellen Weihnachts- und Teebäckerei in österreichischen Küchen. Die Krapferl werden mit beliebiger, erwärmter, fester Marmelade gefüllt. Einige Rezepte geben das Einfüllen der Marmelade vor dem Backen, andere nach dem Backen an. In den Mürbteig können feingeriebene Haselnüsse eingearbeitet werden. Ob Linzer Torte oder Linzer Schnitten, der einzige Unterschied besteht eigentlich nur in der Form des Gebäcks. Wir werden heute ein Backblech benutzen. Das bedeutet, dass dabei Linzer Schnitten rauskommen werden. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für diesen Kuchen benötigen wir 600 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 90 Gramm Walnüsse gerieben, 45 Gramm Haselnüsse gerieben, 180 Gramm Puderzucker, 375 Gramm Butter, einen halben Teelöffel Zimt, 6 Esslöffel Milch und außerdem 350 Gramm Johannisbeermarmelade, ein Eigelb und 1 bis 2 Esslöffel Milch. Zur Verarbeitung des Teiges muss die Butter kalt sein. Damit ich den Teig aber auch gut kneten kann, schneide ich die Butter jetzt erstmal in Stücke. Danach kommt das Mehl drauf und naja, eigentlich alle Zutaten für den Teig. Und dann knete ich mit den Händen so lange, bis es nicht mehr so ganz arg krümelig ist. Nehme den Teig dann raus aus der Schüssel und knete noch ein bisschen auf der Arbeitsfläche weiter. Ist der Teig dann gut durchgeknetet,
forme ich ihn zu einer Kugel, gebe ihn zurück in die Schüssel und decke ihn mit Frischhaltefolie ab. Und der Teig muss jetzt in den Kühlschrank für eine halbe Stunde zum Ruhen. In der Zwischenzeit gebe ich die Johannisbeermarmelade in einer Schüssel und püriere sie einmal durch. Das mache ich deswegen, weil ich sie dann besser auf dem Teig verteilen kann. Alternativ könnte man die Marmelade auch ein wenig erhitzen, denn dann wird sie auch flüssiger. Zwei Drittel des Teiges bilden unseren Boden. Ich gebe den Teig direkt aufs Backblech bzw. auf das Backpapier und drücke erstmal mit den Händen alles in Form. Und der Feinschliff, der wird dann mit dem kleinen Nudelholz oder mit dem kleinen Teigroller noch gemacht. Das erfordert ein bisschen Geduld, weil der Teig eben auch sehr schnell bricht. Und ja, aber irgendwann ist es dann geschafft. Ich habe den Teig jetzt in Form gebracht und dann kann ich auch schon die Marmelade drauf geben. Spätestens jetzt sollte der Ofen vorgeheizt werden. Wir brauchen Umluft 165 Grad. Jetzt kommt der Teil, der ein bisschen schwieriger ist an dem ganzen Rezept. Ich muss das restliche Drittel vom Teig in Streifen schneiden und über den Kuchen legen. Wie eben gerade schon gesagt, ist der Teig relativ brüchig. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich Puderzucker auf die Arbeitsfläche gegeben habe, damit der Teig nicht anklebt. Ich rolle ihn jetzt aus und ja, bringe ihn mit den Händen immer wieder in eine viereckige Form und wenn er dann genügend ausgerollt ist, ungefähr einen halben Zentimeter dick, schneide ich Streifen und versuche dann, die Streifen auf den Kuchen zu legen. Ihr werdet sehen, die brechen mir auch immer wieder, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kommt da auch ein ganz anständiges Ergebnis dabei raus. Zu guter Letzt wird noch ein Eigelb mit 1-2 Esslöffel Milch verrührt. Damit streiche ich die oben liegenden Teigstreifen ein, damit sie einen schönen Glanz und eine schöne Farbe bekommen. Und wenn das getan ist, kann ich den Kuchen auch schon in den Ofen schieben für ungefähr eine halbe Stunde, wie gesagt, bei Umluft 165 Grad. Wenn ihr Ober- und Unterhitze macht, dann nehmt 175 Grad. Und so sieht der Kuchen dann aus, wenn er fertig ist. Die Zutaten für dieses Rezept stehen unten in der Infobox. Dieses und noch viele andere Rezepte findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal ymb.happiness. Wenn ihr noch Fragen zum Rezept habt oder Anregungen im Allgemeinen, dann schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Rezept gefallen hat und abonniert doch bitte meinen Kanal. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Habt bis dahin eine gute Zeit.